So, wir quatschen heute mit... dem da. Kann kaum glauben, dass du der Welt helfen willst. Die meisten anderen stopfen sich lieber voll und warten ab, was passiert. Hast du aufgegeben? Er hat keine langfristigen Pläne. Fragt sich, wie du immer noch daran glauben kannst, etwas ändern zu können. Und wenn du es versuchst, welchen Weg wirst du einschlagen? Du glaubst, die Welt retten zu können. Doch sie ist so viel größer als du. Größer als alle. Schließlich sind die Probleme, die der Baum des Lebens hat, so viel größer als die aller anderen. Was kann man da schon tun? Sagt, das Leben ist wie eine Mahlzeit, die zu groß ist. Wer das eine isst, hat nicht genug Platz im Magen, um etwas anderes zu probieren. Und jetzt wird die Küche dicht gemacht. Ich hab Hunger. Dann solltest du die Küche offen halten. Vielleicht wirst du woanders fündig. Sieht so aus, als wolltest du jetzt selbst in der Küche arbeiten. Du hättest sitzen bleiben und auf Nachschlag warten können. Doch stattdessen wolltest du selbst kochen. Hm? Hörte, du isst gemeinsam mit den Myriad. Er erinnert sich noch daran, wie gut ihnen sein Essen schmeckte. Hast du sie alle gekocht? Es war das größte Festmahl, das er je zubereitet hat. So gut. Doch die Gesellschaft beim Essen ist nicht so wichtig wie das Essen selbst, nicht wahr? Sagt, er habe einen Klumpen in seinem Bäuchlein. So fühlt es sich an, seit die Welt auf dem Kopf steht. Doch er ist überzeugt, dass du sein Grummeln beseitigen kannst. Du brauchst Schmeckse. Ihr beide braucht welche. Sie sind das süßeste Futter für die Seele. Besonders seine Knickse sind extrem Niam-Niam. Für ihn besteht eine ausgewogene Ernährung aus einem mundgerechten Schmecks in jeder Hand. An denen ist rein gar nichts klebrig oder klumpig. Kein bisschen. Okay. Warum krummelt er in deinem Bäuchlein? Rico. Schätzt, es mangelt ihm an genug Schmecksen. Klumpi sagt, dass er gerade höchstens einen Schmecks nicht zubereiten kann. Keiner will einen Schmecks nicht. Doch ohne einen neuen Funkenstecker wird sein Ofen nicht warm. Gizmo hat ihm beigebracht, wie man Funkenstecker aus Mototrieben herausschraubt, die unter der Haube von Räderschrott stecken. Dir sollte das sogar noch leichter fallen. Sobald er den Funkenstecker hat, macht er ein spezielles Baki nur für dich. Nicht verzagen, an Schmecksen nagen. Ich werde dir helfen, aber hör bitte auf mit diesen komischen Gereime. Dank dir, dass du seinem Bäuchlein hilfst. Ja, bitte. Strahl immer weiter. Das macht munter. Ach, niemand steht auf Übermut. Übermut ist uncool. Die Nacht mag cool sein, aber du bist es nicht. Ich bin einfach zu cool. Wer andere davon überzeugen muss, dass man cool ist, ist es nicht. Jo. Hörst du Klobi zurück? Okay. Klumpi hat es warm, dank des brennenden Ofens. Du hast ihm genug beschafft, damit er bis zum Ende der Welt weiterbrennt. Da der Ofen jetzt Funken sprüht, ist es Backzeit. Wer des Süßen würdig sein will, muss Bitteres geschmeckt haben. Und er sieht, dass du das zur Genüge getan hast. Leider ist sein Vorrat an Leckerstaub zur Neige gegangen. Das bedeutet, er kann seine Spezialschmeckse nicht backen. Knusperwunder. Bring ihm Leckerstaub. Dann bereitet er dir frische Knusperwunder zu. Der schnellste Weg, an Staub zu gelangen, ist, in das Dorf zu gehen, in dem er zuletzt Gast gebacken hat. Dort sollte noch ein wenig im Ofen liegen.
Ich bring dir den lecker Staub. Schätzt, dann kann er dich mit einem Knusperwunder versorgen. Es wird immer heller. Ja, alles gut aus. Ach, nein. Wirf doch mal einen Blick in den Spiegel. Geht nicht. Alle, in die du geschaut hast, sind zersplittert. Das war nur dieses eine Mal. Ich habe hier einen ganzen Scherbenhaufen, der dir widerspricht. Traito. Klumpi sagt, es gibt noch Reste. Was zu tun? Hat selbst auch noch genug zu tun. Eis. Ist das das Dorf, wo ich schon war? Hier war ich schon. So kann ich. Eine kleine Abkühlung wäre jetzt gerade wunderbar. Gehen wir hier schnell durch. Schnell durch den Tunnel und dann da drüben lang. Ausgepackt. Verbot, was er gesagt. Kann ich einfach hier durchfahren? Over. So, zeigt denn der... Achso, oben. Jo. Loszulegen? Der Tag ruft dich. Er hat nichts für mich. Ach, hier hab ich schon alles. In diesem Teil steckt nur das beste Material. Hey, Händler. Bietet dir außergewöhnliche Preise für außergewöhnliche Dinge. Lasst uns handeln. Ja, komm. Hä? Ich dachte, in dem Dorf war ich schon. Nee. Wahrscheinlich willst du mehr als bloß das. Mal sehen. War ich auch nicht drin. Hier oben finde ich nichts. Oh, hier scheint irgendwas zu sein. Gummizeug. Perfekt, wenn du etwas Flexibles brauchst.
Was? Elementary. Ups. Ah. Den Crafting-Ressourcen gefunden. Boah, ich muss ja da hoch. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Oh, hier drüben ist der Weg. Okay. Das hier wird zu einer ziemlichen Expedition. Ja doch, hier oben das Dorf, das hatte ich mir eigentlich erkundet. Da war da unten noch was. Jetzt hier dieses alte Gerät. Jetzt kann ich auch hier interagieren. Puh. In der Nähe müsste sich Leckerstaub befinden. Halte nach einem Ofen Ausschau. Das ist der Ofen. Jetzt dreh einfach die Heizregler auf und fang die Wolke, die entsteht. Ich doch. Kasten. Ah! Nee, da drüben. Ah! Nicht getroffen. Kann ich da bitte einfach hier aufs Dach klettern? Das Ding habe ich schon. Sollte ich nichts mehr machen können? Jo. Nachts kannst du dich um all deine Angelegenheiten kümmern. Cool. Schaffe ich nicht, ne? Die beste Art, über Glibber zu gleiten. Mit dem Boot immer. Ich will die haben. Alle. Mehr da. Eine Perle. Hey, Klumbi. Typ. Mopota? Jetzt, da der Leckerstaub gesichert ist, kann Klumpi mit dem Backzauber beginnen. Seine Knusperwunder sind für ihr Trara bekannt. Klumpi sagt, er hat eine Ladung Süßes für dich gebacken. Genieß sie lieber, solange sie noch heiß sind. Schmickse, Knickse und einen Schnabberknabberjam. Er freut sich, jeden Geschmack bedienen zu können. Warum bist du so gut im Backen? Sagt, das Geheimnis liegt darin, nicht auf die Vorlieben anderer zu achten. Klumpi sagt, er hilft immer gerne. Party, Party! Danke.
verabschiedet sich von dir. Jo. Ah. Oh. Lumpi, Nadel. Heft Rollholz. Ausrüsten? Rüstbauwunde. Bundesgeneration 1000. Achso, das ist wahrscheinlich ein Verbrauchsgegenstand. Die Verglibberung des Grundwassers breitet sich aus. Das ist doch eine schöne Waffe. Die Kleidernässe. Und dann ist verfolgen. Warte mal, haben wir nicht auch mittlerweile irgendwie. Oh, ich erleuchte erstmal alles, okay. Prozent. Ja, dann macht er mal 3. Pass mal. Für 30 benötigt. Nicht noch irgendwo nur 2? Noch mehr? Nee. Mehr Kritten und so, ne? Mehr Energie, mehr Gesundheit. Mehr Energieregeneration. Aber weniger Krit. Ich mach erstmal mein Krit. Haupthand. Das ist ja Prügel. Das ist vom Klumpi, das Ding ist gut. Auch irgendwie. Mehr im Crit. Okay. Rücken? Nö. Die Chance? Crit-Treffer, Nahkampf, Fernkampfschaden. Ja. Jetzt können wir ein paar Gegner anzünden. Ist auch schon mal nicht schlecht. So, hier gehen wir oben lang. Darf ich hin? Warum diese epische Musik? Das sind irgendwelche Viecher. Ich will die alle haben. Komm her. Eichel. Immer noch streicheln. Weiß doch nicht, wie groß mein Rucksack ist. Aber ich nehme sie alle mit. Hey. Wir wollen das mit den Blocken. Oh Gott, alles verlernt. Wirklich alles verlernt. Da war Blocken. Ja, interagieren. Yum, yum. Was ist hier für eine Festung? Da ist irgendwas. Das ist eine Leckerfabrik, auch bekannt. Der Sand ist einfach überall. Dafür brauchst du einen Schlüssel. Nicht eingesehen.
kritischer Treffer. Fliegen. Bisschen lieber. Blumen pflücken. Pflanzen.